Dalek Entertainment. Ja, und das war's, was wir spielen. Wir spielen Dalek Entertainment. Nein, Quatsch. Hier ist der David und herzlich willkommen zu Let's Play Chaos auf Deponia. Ja, das ist das mysteriöse Spiel, was ich spielen werde. Wie es dazu kam, mal kurze Zusammenfassung. Ich habe mir die ersten paar Folgen von Let's Play von Gronkh hiervon angeguckt und war begeistert. Habe dann die Demo vom ersten Teil mir heruntergeladen und war ebenfalls davon begeistert. Habe dann in einem Laden, wo es da sehr guten Rabatt drauf gab, gedacht, ach komm, kaufst du dir und spielst du. Ja, das war die kurze Zusammenfassung und wir starten einen Neustart. Nein, Und hier gibt es auch einen unglaublichen Inventarmodus. Wirklich, der ist unfassbar. Wirklich mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Das ist so geil, aber egal. Boosh. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein. Das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och. Das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich, ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja. Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. So. Also das hier ist der Rufus, den werden wir spielen. Und ja, das hier ist der Bozo, der alte Pirat. Ansprechen. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Doch. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Ja. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, Finde ich auch sehr schön, dass man hier halt Antwortmöglichkeiten ausdrücken kann. Wie man ein Objekt ansieht. Wir machen die Kurzfassung. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Bitte. Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Gar nicht wahr. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? So, Entschuldigung. Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Ja, so mache ich das auch immer. Auch im Real Life. Wenn ich jemanden ansprechen will, dann klicke ich dann da drauf. Auf den mit meinem Maus. Zega. Und auch wenn ich ein Objekt ansehen will, dann klicke ich da auch immer drauf. Im Real Life. Yeah. Nee, Quatsch, ich habe natürlich kein Real Life. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Da stand das Wägen. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Ui. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Bedimm, dich. Unser kleiner Zaubermantel. Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Ja, jetzt werden wir eine Kostprobe dieses Mega-Power-Zeugs kriegen. Kibusch! Hey, da ist es ja! Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht. Nein. Natürlich weiß ich das. Yang und Yin. Ich werde mir das jetzt nicht genau ansehen, weil ich weiß schon, wie das hier geht.
Zauberei. Schöne Gesichtsausdruck. Sieh her, Boso. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. So. Bdimm. Dich. Unauffällige Aussparung. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. So. Was gibt es denn noch? Na gut, dann drücken wir mal den Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Ich auch nicht. Ui, Special Sie Film. Kamen